Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, meine Freunde, heute habe ich mir mal wieder ein paar neue Magnethalter gekauft und dementsprechend aus meinen Boxen, aus meinen Vorsortierungsordnern ein bisschen was zusammengekramt und das hier reingestopft. Welche Karten ich diesmal in die Magnethalter gepackt habe, das zeige ich euch heute. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ich habe mir jetzt wirklich seit einer ganz schön langen Zeit mal wieder Magnethalter besorgt und habe mir gedacht, okay, muss mal wieder einen Schwung einsortieren. Und ich dachte mir, ich lasse euch diesmal dran teilhaben. Normalerweise mache ich das ja immer off-cam und zeige euch das dann irgendwann in der Box. Aber ich habe mir gedacht, ich mache es diesmal so. Ich suche mir die Karten raus, ich tüte sie ein und dann zeige ich euch, für welche ich mich denn diesmal entschieden habe. Und da legen wir jetzt los. Zunächst mal haben wir hier einen Bahalutia großer Glanz. Die Karte ist relativ neu, die habe ich höchst selbst gezogen off-cam aus einem Lightning Overdrive Display vom guten David. Vielen Dank übrigens an der Stelle. Extrem wertlos, würde ich mal sagen. Die lag zum Zeitpunkt des Ziehens bei 34, 35 Euro. Das ist natürlich bedingt durch die Quarter Century Secret Rares, die ja in etwa so selten wie Collectors Rares sind und bis auf einige wenige Details der Starlight zum Verwechseln ähnlich sind. Dazu machen wir aber nochmal ein eigenes Video. Jedenfalls habe ich mir die hier rausgesucht, dass wir die auf jeden Fall eintüten, weil ich denke, dass Starlights trotzdem auf lange Sicht eine gute Anlage sind. Noch eine weitere Starlight, die ich auch selbst gezogen habe, ist Blazing Vortex Live Zwilling Lila Süßes. Ja, auch ein relativ schnuckeliges Artwork, erinnert mich ganz entfernt an eine Mischung aus Thun und Fluffles irgendwie. Aber tatsächlich relativ cooles Artwork, auch in der Background wieder mal heillos überladen wirkt. Gefällt mir aber trotzdem relativ gut, den Wert der Karte weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, habe nicht nachgesehen. Und das sind dann aber auch die einzigen beiden Starlights, die wir für die heutige Folge eingetütet haben. Dann habe ich hier noch was relativ Schönes, nämlich ein Light and Darkness Dragon in Secret Rare aus YG1. Wunderschön das Teil, den gibt es ja auch als Ultra Rare, war auch eine Promokarte, genau wie er hier. Und die Secret sieht aber um einiges schöner aus natürlich als die Rare. Schaut euch das an, voll nice. Der Drache selber ist nicht holographisch, nur der Background. Und das ist immer das, was mir so gefällt, wenn halt eine Karte partiell holographisch ist. Wenn nicht alles glitzert, so wie es heute ist oder häufig ist, sondern wenn wirklich mal nur das Monster glitzert oder nur mal Teile der Rüstung glitzern oder nur mal der Background glitzert. Und dann, das gefällt mir einfach wesentlich besser, weil es dann halt nicht so überladen wirkt. Aber da müssen sie erstmal wieder hinkommen, würde ich mal sagen. Gibt es zwar auch heute noch solche Karten, aber normalerweise glitzert und blinkt einfach alles. So, dann habe ich noch ein paar Magiermädchen, aber zum einen hier die Ghost Rare aus Ghosts from the Past 2. Die günstige Alternative zur Preiskarte, die es ja damals in den Umschlägen gab. Gerade ein bisschen schwierig, den Holo-Effekten einzufangen irgendwie mit den Softboxen. Aber auf jeden Fall ziemlich cool. War damals ein recht gutes Schnäppchen für 120 geholt. Zum damaligen Zeitpunkt war sie aber weit jenseits der 200 wert. Und ja, ist so das letzte Magiermädchen, das hier noch so rumlag. Deswegen habe ich die eingetütet. Und dann haben wir noch ein Magiermädchen hier aus RDS. Die war ja eine ganze Weile auch ziemlich teuer. Also zuerst war sie richtig billig, da hat man die für 2,50 bekommen. Die war ja aus der Special Edition. Und dann im späteren Verlauf ist die richtig in die Höhe gegangen. Die lag dann irgendwann mal bei 25, 30 Euro. Wo die jetzt liegt, weiß ich nicht. Also der Preis mit den 25, 30 Euro, der kam aus der Zeit, als diese ganzen Streamer die Packs aufgemacht haben und Yu-Gi-Oh! So voll im Hype wieder war. Und dementsprechend, also daher kommt das. Und ob das jetzt immer noch so ist, kann ich nicht sagen. Muss ich mich wirklich mal wieder durcharbeiten. Ich bin auch momentan dabei, mich wieder in dieses Yu-Gi-Thema ein bisschen reinzuarbeiten, dass ich up-to-date bin. Momentan beschäftige ich mich ebenso mit diesem Quarter-Century-Secret-Verhältnis zu den Starlights. Und deswegen kann ich da auch schon relativ bald ein sehr kompetentes Video zu machen. Dann haben wir hier auch eine relativ seltene Version des Dunklen Magiermädchens. Das ist nämlich aus der Duelist League. DL18, Dunkles Magiermädchen mit pinker Schrift. Diese Duelist-Pack-Karten, oder Duelist-League-Karten, sorry, die gab es in unterschiedlichen Schriftarten. Die gibt es hier auch in grüner Schrift, in roter Schrift, aber die pinke Schrift, die ist mit die teuerste und ist auf jeden Fall auch im dreistelligen Bereich. Ziemlich, ziemlich selten das Teil und ich finde natürlich auch Dark Magician Girl, da passt die pinke Schrift natürlich auch am besten dazu. Ich habe übrigens auch einen antiken Antriebsgolem in pinker Schrift, das ist noch um einiges ulkiger, richtig nice. Dann wird es ein wenig weiter oldschool, oder es bleibt oldschool. Und so habe ich hier dreimal den Black Tyranno aus Invasion of Chaos, First Edition. Den habe ich mir aus einem Ordner gezogen, den ich euch auch mal vorgestellt habe. Ist schon ein bisschen länger her. Da ist jetzt auf jeden Fall wieder Platz.
Ja, da werde ich dann bald mal wieder meine Boxen durchgehen, die ganzen Ordner auffüllen. Dann kann ich euch mal wieder frischere Ordner zeigen. Ist auch ein sauschönes Artwork, finde ich. Dieses Schwarze im Kontrast zu diesem giftgrünen Background. Das sieht einfach geil aus. Also das hier ist tatsächlich mit einer meiner Lieblings-Dinosaurier-Monster. Alle drei First, wie bereits gesagt. Dann geht es direkt weiter. Dreimal der Kaisergleiter in Ultra Rare aus Dark Crisis. Und First Edition. First Edition gibt es natürlich nur Englisch. Ne? Wir wissen, Dark Crisis ist niemals First Edition Deutsch rausgekommen. Genauso wie Invasion of Chaos. Auch ein sehr cooles Artwork. Erinnert so entfernt ein bisschen an Ra. Ne? Irgendwie. Also ich habe den immer mit Ra in Verbindung gebracht. Also rein optisch. Dass er nicht dazugehört, weiß ich. Aber so rein von der Optik her, könnte schon passen. Dann haben wir etwas Altes, das jetzt ein bisschen unspektakulärer ist. Den Rückstoßdrachen aus Ancient Sanctuary First Edition. Der ist natürlich kaum nicht in First Edition zu bekommen. Die Unlimited-Versionen von Ancient Sanctuary sind wesentlich seltener als die First Editions. Sieht natürlich cool aus, ist jetzt aber von den Oldschool-Karten einer der Karten, die man halt noch wesentlich leichter bekommt und wesentlich häufiger noch sieht. So, dann haben wir mal ein paar schnieke Super Rares. Da habe ich hier einmal einen Cyber Dark Keel. Ich glaube, Cyber Dark Knochen heißt der, oder? Auf Deutsch. Aus Cyber Dark Impact First Edition. Natürlich hier absolut niemand wie aus dem Ei gepellt. Auch hier wieder diese Kombination mit dem Schwarz und dem Giftgrün. Es passt einfach wunderbar. Ich liebe diese Optik. Dann haben wir zweimal den majestätischen Mech Goryu aus Enemy of Justice. Sehr coole Karte auch. Enemy of Justice war generell ein nices Set. Ne? Das war die Zeit mit den Elementarhelden und so weiter und so fort. Da kam dann, glaube ich, auch der Phoenix Enforcer raus. Ja, das war schon eine richtig geile Zeit. Und das war halt eine der Super Rares. Ich glaube, auch eine der Super Rares, die man ursprünglich nicht so gerne gezogen hat. Aber ist auf jeden Fall nice to have. Und auch hier haben wir wieder einen sehr partiellen Holo-Effekt. Nämlich nur die goldenen Elemente des Monsters und der Background. Und der Rest ist hier halt nicht holographisch, also quasi Kammen gehalten. Ja, ich denke, ich werde jetzt mal die Kamera noch ein Stückchen runterdrehen, damit wir hier besser die Karten sehen, die hier liegen. Und dann sehen wir uns gleich nach einem kleinen Cut. Ja, so sieht das doch schon viel besser aus. Ja, dann habe ich hier noch etwas unspektakuläreres, nämlich viermal das Dark Magician Girl aus den Yugi Legendary Decks. Also das ist jetzt natürlich, nichts Besonderes. Allerdings halt die First Edition, ne? Ist ja mittlerweile auch, ich glaube, zweimal gereprintet worden oder so. Das Artwork ist natürlich mega, gibt es auch aus dem OCG in Ghost Rare, auch ziemlich teuer dort. Ja, die breite ich jetzt hier mal nicht aus, weil wir haben noch andere Karten, die wir hier auslegen wollen, die um einiges spektakulärer sind. Aber die habe ich mir auch mal hier mit eingepackt, damit die auch mal dabei sind. Viermal ist schon ein Bild, oder? Richtig, richtig schön. Also das Artwork gefällt mir sehr, sehr gut, auch wenn es nicht ganz ans Originale hinkommt. Dann haben wir dreimal aus dem Champion Pack Hydrogeddon in Super Rare, aus dem Champion Pack 4 in dem Fall. Auch eine ziemlich coole Karte. Den aktuellen Wert kann ich euch gar nicht sagen, aber der war damals sehr günstig. Den habe ich für 3-4 Euro das Stück bekommen. Und diese Champion Pack, Tournament Pack, OTS Tournament Pack Geschichten, die sind immer gut. Also die werden zukünftig immer zumindest ein bisschen was wert sein. Es wird auf jeden Fall niemals so abstürzen, dass man sagt, okay, hier Hydrogeddon aus dem Champion Pack ist noch ein Zwickelwert oder so. Wohl kaum, weil dafür sind die Karten einfach zu selten. Ja, aber Hydrogeddon ist ja, da gab es ja noch Oxygeddon, da glaube ich nicht das holographische Karte. Aber die habe ich immer gefeiert. Hydrogeddon, Oxygeddon, Wasserdrache. Das war immer so richtig, richtig geiles Trio. Davon habe ich noch mehr. Von denen habe ich damals richtig gut eingekauft. Dann haben wir hier einen magischen Händler aus dem Champion Pack 5. Der ist auch nicht von schlechten Eltern. Ne? Da kann man mittlerweile auch einiges blechen für den. Dann haben wir einen Riesenkeim aus dem Champion Pack 5. Also aus dem gleichen Set. Auch ziemlich cool. Also die Karte ist ziemlich simpel, gefällt mir aber sehr gut. War auch mal eine Weile sehr spielstark. Da gab es ja dann die Rare. Ne, die war ja damals dann auch schon 3, 4, 5, 6 Euro wert. Da habe ich damals ein paar angeranzte Rares gehabt. Die habe ich auch gut losgebracht tatsächlich. Sie ist weggegangen wie geschnitten Brot. Dann haben wir die Pyramidenschildkröte. Eine Karte, die das ägyptische Thema wohl am besten verkörpert oder mit am besten verkörpert. Wobei ich sagen muss, dass ich jetzt letztens ein paar Super Rares bekommen habe aus moderneren Sets wie Phantom Hypernova und so. Und da gibt es auch Karten, um das jetzt mal hier zwischen rein zu werfen, die halt echt Hammer aussehen. Ich habe die zufällig hier oben liegen. Ich hole die mal kurz rein. Das hier zum Beispiel. Keaf Düsternis, das Goti. Das, ohne Witz, diese Karte, die könnte doch direkt aus Tactical Evolution kommen, oder?
Das ist ja so eine schöne Karte. Da gab es doch damals diese Fischkarten in Secret Rare, die so richtig, richtig mega aussahen. Die 1 zu 1, die könnte da dazugehören. Oder das hier, ne, Pharaonische Ankunft. Da sind wir hier zumindest wieder so im Feeling von The Dark Illusion, ne, mit den Triamiden-Sphinxen und so. Gehört zwar auch nicht dazu, glaube ich. Aber so vom Feeling her, hier Pharaon so, auch mega toll. Also das sind wirklich Sachen dabei. Und ich habe hier, wie gesagt, noch ein paar mehr. Er zum Beispiel, Dogmatica, Albert Soar. Also Dogmatica war schon immer ein geiles Thema von der Optik her. Und da gab es wirklich, wirklich schöne Sachen, die man da jetzt heutzutage ziehen kann. Also Artwork-technisch, vor allem was halt Monster angeht, ist Konami echt wieder auf dem aufsteigenden Ast. Ne? Also richtig, richtig toll auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch ein Buch des Mondes in Ultra Rare aus dem Turbo Pack 7. Da haben wir damals ein Opening gehabt. Alter Finne, da gab es ja, glaube ich, in Ultimate Rare so eine Synchro-Karte. Ich habe bloß leider den Namen vergessen. Und die hier. Und wir haben die abwechselnd die ganze Zeit gezogen. Am Ende hätten wir 4 Buch des Mondes oder so rumliegen. Das war richtig krass. Vielleicht verlinke ich euch das Opening. Ansonsten, wenn ich es vergesse, müsst ihr mal selber gucken, falls euch das interessiert. Übrigens, ich bin immer noch dabei, Bulk anzukaufen. Also eben hier, ne, solche Geschichten, so Super Rares und so, die im guten Zustand am Start sind. Und auch Commons und Rares aus den letzten 6 oder 7 Main- und Nebensets. Ich muss bloß immer noch auf mein Gehalt warten. Mein Gehalt lässt gerade wieder irgendwie ja, auf sich warten. Müsste eigentlich schon wieder seit 5 Tagen da sein. Aber ja, ist nicht, muss ich meinen. Meinen Chef mal wieder anhauen, was da los ist. Aber das sollte jetzt dann auf jeden Fall die nächsten Tage kommen. Gut, dann haben wir hier noch ein Anti-Ray-Geek hier aus dem Tournament Pack 3. Die haben wir hier auch schon öfter gesehen. Das war jetzt die letzte, die noch in irgendeinem Ordner rumgeschimmelt ist. Ich glaube, die habe ich damals vom guten Michael gekauft. Und ja, braucht man nichts zu sagen. Es war mal eine 500-Euro-Karte, dann war sie immer nur noch 250 wert. Die ist dann mit dem Secret Rare Print in der Legendary Collection Kaiba ist die extrem abgefallen. Also, oh, das ist dann schon böse gewesen für den Geldbeutel. Aber ist trotzdem eine coole Karte, schön nostalgisch. Dann haben wir einen Ring of Destruction in First Edition aus Pharaonic Guardian. Da habe ich noch einige in meinen Ordnern. Da habe ich nur eine raus, weil ich habe halt nur eine begrenzte Anzahl an Magnet halt dann geholt, natürlich, vollkommen klar. Sehr coole Geschichte auf jeden Fall. Dann haben wir zweimal die Jubel Terror Inkarnation aus Phantom Darkness, beide in First Edition. Sehr, sehr cool. Ja. Also die Jubel-Reihe ist sowieso mega nice, da kam ja jetzt dann in Phantom Nightmare kam ja nochmal ein Fusionskarte dazu raus, die auch mega aussieht. Also Jubel ist generell ein sehr, sehr, sehr schönes Thema. Gut, jetzt haben wir hier unsere Pyramide fertig, die lassen wir auch so. Alles, was jetzt kommt, legen wir anderweitig beiseite. Dann habe ich hier einen Debil Macera aus der Dark Beginning 2. Ja, den habe ich halt auch direkt mal mitgenommen und direkt hier eingepackt. Dann haben wir einen Heiligen Phönix von Neftis aus der Elemental Energy Special Edition in Secret Rare. Nichts Teures, nichts Besonderes, sieht aber ziemlich cool aus. Gibt es ja auch einen Ultimate Rare aus, ich glaube auch Elemental Energy. Die ist natürlich dann sauteuer. Dann die Karte, die man auch schon teilweise gar nicht mehr sehen kann. Guilford, die Legende aus dem Structure Deck 5. Warrior's Triumph hieß die, glaube ich. Also das ist ja ziemlich unbeliebt, das Set. Also die Karte sieht mega toll aus. Also das ist wirklich ein Kriegermonster vor dem Herrn. Echt geil designt. Aber das Deck und so total unbeliebt. Also du kriegst heute noch verschlossene Displays mit dem Deck. Alles OVP für einen Spottpreis für 150, 200 Euro oder so. Weil das will einfach kein Mensch haben. Ne? Ich habe mir das Deck damals aber geholt, als Kind noch. Dann hier was ziemlich low rare ist, was aber trotzdem cool ist. Aus dem McDonald's Pack 2 damals, Elemental Mudball Man, der geht glaube ich auch 5 oder 6 Euro. Die habe ich auch auf jeden Fall hier reingehauen. Wie gesagt, Commons und Rares werde ich ab jetzt übrigens in Ordnern sammeln. Also es hat sich ein bisschen was geändert. Ich werde so diese Standard-Super-Rares und aus Only-Holo-Sets, diese Ultra-Rares und so, die nichts wert sind, die werde ich tatsächlich in Ordnern sammeln. Aber so Sachen wie den Mudball Man, so teure Sachen, Tournament Pack Cummins und Rares, McDonald's Pack Cummins und Rares und so, die werde ich natürlich weiterhin in diesem Magnet halt dann halten. So, dann haben wir hier einen rotäugigen schwarzen Drachen aus der, boah, wie wäre das nochmal? Wie hieß denn das Set nochmal? Maximum Gold Edition, glaube ich, oder? Kann das sein? Genau, also das kam auch schon zu der Zeit raus, wo ich echt kurz davor war, meine Pause einzulegen. Ah, das ist natürlich mega nice. Na, schaut geil aus. Also dieses Premium Gold Rare, das sieht echt fetzig aus. Dann haben wir zweimal Insect Princess.
setzt die Karte aus Invasion of Chaos, die Ultra, die kein Mensch ziehen wollte bei der First Edition, by the way. Ist trotzdem eine recht coole Karte auf jeden Fall, schöne Insektenkarte. Dann haben wir noch den Horus der Schwarzflammendrache Level 8. Ein Ultra Rare aus Soul of the Duelist, First Edition. In Ultimate Rare ist er auch unbezahlbar. Was der in Ultra Rare geht, weiß ich nicht. Aber alles in allem eine sehr ikonische und schöne Karte. Auch mit dem Background. Ich finde das cool mit diesem Kreis, der da hinten angedeutet ist. So ähnlich wie der Magierkreis. Also sieht richtig, richtig schön aus. Kann ich nur jedem Sammler auch empfehlen. Dann haben wir zweimal die Warrior Lady bei The Dark Crisis, bei The First Edition. Oh hoppla, nicht verrutschen. Sieht sonst doof aus. Das ist auch relativ cool, dieses DD-Thema. Das wird ja auch immer wieder aufgegriffen. Wir haben jetzt immer, jetzt gibt es ja schon DDD, irgendwann gibt es DDDDDDD. Und das wird, ja, wurde schon mit Pendel verschandelt und so weiter. Also da gibt es ja immer weitere Fortsetzungen dieses Themas, immer mehr Support und so weiter. Aber diese alten klassischen DD-Monster, über die geht eigentlich gar nichts. Na, es gibt auch moderne DD-Monster, die ganz nice aussehen, aber nichts kommt tatsächlich an diese klassischen Teile ran. Und speziell DD Warrior Lady ist halt, ja, es ist halt das DD-Monster in meinen Augen. Ne, absolut, also richtig, richtig schön. Auch vom Print her noch damals. Dann haben wir aus der Legendary Collection, aus dem Duelist Pack Kaiba damals, First Edition, den Blue Eyes White Dragon. Ja, da dürfte auch den einen oder anderen Euro gehen. Der ist ja auch aus Dusa und so weiter teuer. Also Blue Eyes ist immer ein paar Euro wert. Das ist fast wie Glurak bei Pokémon. Also der gibt immer irgendwie irgendwas. Sogar diese Billo-Version aus dem Moviepack und so weiter. So, und dann haben wir hier noch den perfekten Maschinenkönig aus RDS, First Edition, Ultra Rare. Braucht man, glaube ich, auch nicht allzu viel zu sagen. Ist eine sehr schöne Karte. Am Schluss haben wir noch ein bisschen was Japanisches. Da haben wir hier so ein paar, ne, man kennt es, so ein paar Karten noch im alten Layout aus dem Premium Pack 4, natürlich unzensiert hier mit dem Pentagramm bzw. Spitze nach unten, ist ja fast schon Baphomet, ne? Ja, relativ cool auf jeden Fall, diese alten japanischen Karten in diesem alten Layout, die machen einfach wahnsinnig was her, hier dann aus dem Premium Pack 5, die gab es dann auch immer in diesem Ultra Parallel Rare, da habe ich die hier auch in Ultra Parallel, aber die ist, glaube ich, schon eingetütet, schon vor längerer Zeit. Solche Geschichten eben. Ne? PH war jetzt aber kein Premium Pack. Das war, keine Ahnung. Das war jetzt wieder irgend so ein altes Retro-Set. So ein Main-Set, wo die halt der Super Rare drin war. Dann haben wir hier auch noch hier den Gerfried. Oder war das Gerfried? Bin mir nicht sicher. Tapferer General Fried oder so. Irgendwie so hieß die Karte auf jeden Fall hier aus SC. Das könnte Sanctuary of the Skies gewesen, ich bin mir nicht sicher. Also da bin ich auch tatsächlich, muss ich mal wieder nachgucken, da bin ich ein bisschen raus. Und dann zuletzt haben wir noch den Sengen-Jin hier aus dem Premium Pack 3, auch im alten Layout. Ja, meine Freunde, wie gefällt euch meine Auswahl? Hättet ihr andere Karten eingetütet? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Wir sehen uns zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.